Weiter geht's mit Alien Isolation. Allerdings ohne Alien. Weil das würde viermal in der letzten Folge in die Weiten des Weltraums geschossen. Glaube ich zumindest. Ich traue dem Free noch nicht so ganz. Allerdings haben wir gerade auch ein paar andere Probleme. Und zwar sind wir wieder am Büro der Marshalls. Und hier liegt nur noch Ricardo, der uns fort unterstützen wird. Und wie ihr schon seht, dem Jungen geht's nicht so gut. Ich weiß nicht, was er da macht, aber wir stören ihn mal nicht weiter. In der letzten Folge sind hier die Androiden-Amok gelaufen und haben alle umgebracht, außer ihn. Wie man unschwer erkennen kann. Hier liegen ein paar Leute. Und da liegen ein paar Leute. Und überall liegen Leute. Und jetzt müssen wir Samuel suchen, weil der könnte irgendwas wissen. Wurde es? Weiß ich aber nicht. Wir müssen nochmal auf die Karte gucken. Stimmt, genau. Wir sollten zum Bahnhof wieder gehen. Und dann irgendeinen Zug nehmen. Wieder ein bisschen her. Habe ich alles wieder vergessen. Mal sehen. Wo geht's hier lang? Nirgendwo. Immer noch Tür verschlossen. Dann nehmen wir den Standardweg. Roboter dürften hier eigentlich keine mehr sein. Die haben wir letzte Folge schon ziemlich... Nevermind. Du bist nicht weiter dazu. War das Ding schon wieder leer? Oder was war gerade mit dem Elektroschocker los? Na gut, schon mal kein allzu guter Start. Jetzt habe ich den nicht geschockt. Jetzt geht's. Keine Ahnung, aber ihr seht schon, die Dinger sind ein bisschen im Amok gelaufen, warum auch immer. Aber ich hoffe mal, das finden wir jetzt bald raus. So, einmal nachladen, sicher, sicher. Und dann müssen wir, glaube ich, hier lang, ne? Sieht gut aus. Aber ich frage mich, wo der jetzt herkam. Wir waren doch hier gerade erst letzte Folge und haben alles umgebracht. Oh, okay, hier geht's jetzt auf. Das erklärt's natürlich. Ja, komm her. Und tschüss. Ja, der Elektroschock ist einfach OP. Einmal gestunt, können wir die direkt finishen. Und tschüss. Solange es nur eine ist, ist das kein Problem. Euer Sensor. Problem wird es erst dann, wenn wir keine Munition mehr für das Teil haben. Das wäre ärgerlich. Oh, hier noch eine Leiche. Aber der hat auch nichts. Okay. Einmal auf die Karte gucken. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Einfach links rum. Hier gehen immer wieder neue Türen auf. Muss sich immer wieder neu orientieren. Jetzt müssen wir rechts rum, glaube ich. Das sieht mir schon nach der Bahnstation aus. Können wir hier rein? Ne. Aber wir haben ja jetzt den Plasmaschneider. Da können wir vielleicht irgendwie neue Wege rein. Aber sieht mir nicht so aus. Was liegt da? Keine Ahnung. Irgendein Bauplan. Kommen wir aber nicht ran. Junge, wieso sind hier denn so viele? Aber egal. Ohne das Alien? Ach komm, können wir die jetzt alle umlegen. So. Gehen uns auch später nicht mehr auf die Nerven. Muss ein bisschen lernen, die Reichweite von Elektroschocker einzuschätzen. Na gut, und tschüss. Nutzt sich jetzt halber einmal ein Medikit. Hallo, ruhig. Danke. Schade. Keine Muni. Dann gucken wir uns mal um. Gibt es noch irgendwelche Türen? Nicht wirklich. Oder? Ne, ist eine Kamera. Da wird uns wahrscheinlich Ricardo beobachten. Und wir müssen, glaube ich, hier zu diesem Cymet Tower. Rufen wir mal den Zug. Während wir warten, gehen wir nochmal eine Runde speichern. So. Das dauert immer lange hier. Na komm. Das ist jetzt die Frage, was mit Samuels ist. Weil Waits meinte ja, der wäre auch ein Synthet. Glaube ich zumindest. Ob ich das richtig verstanden habe, weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Aber wenn der auch ein Roboter ist, ist der hoffentlich nicht auch durchgedreht. Weil der gehört ja auch zu Sixen. Aber scheint irgendwie ein anderes Modell zu sein, glaube ich. Naja, mal sehen, wenn wir den finden. Okay, da wollen wir auch hin, also los geht's. So, sehr gut, da sind wir. Hier geht's raus. Haltestelle Sichtung,
Oh. Ja. Krankenstation. Du bist hier für die Täter an den Terminals im oberen Bereich von Six and Synthetics. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn. Ricardo, komm schon. Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei. Naja, und die Androiden überwältigen ihn und dann ist er auch böse. Finden Sie Samuels. Samuels, okay. Kommen wir jetzt mittlerweile durch? Ja. Endlich, der Plasmaschneider ist da. Nehmen Sie den Aufzug. Wir hätten vielleicht mal auf die Karte gucken sollen, wo wir hin müssen. Aber egal. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir auch die Tür auf. Dahinter waren wir ja schon mal. Das ist jetzt kein unerkundeter Raum dahinter. Gut, Fahrstuhl ist aber tatsächlich in eine komplett andere Richtung. Wir müssen hier lang. Dann machen wir das auch mal. Und hier ist der Fahrstuhl, ne? Nochmal Sicherheitscheck machen. Nee, tatsächlich ist das der falsche Fahrstuhl. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Das wäre der richtige. Kommen wir mittlerweile rein? Nee. Dann nehmen wir mal den Fahrstuhl. Samuels, wir kommen halt durch. Ach ja, wir haben übrigens diese Pumpgun gefunden. Die ist auch ziemlich stark. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich vielleicht mit der Pumpgun nochmal ein bisschen das Alien abschießen können, aber das hat sie ja mittlerweile erledigt. Das ist weg. Ripley, da ist eine Sicherheitswarnung in den Laboren nebenan angegangen. Aufzüge sind außer Betrieb. Ah. Scheint, als hätten die Sixen-Syntheten was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Okay. Das heißt, Samuels ist gar nicht von Sixen? Ich dachte... Ach, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. So, was hat er hier? Achso, ich dachte, du könntest diese Zeitschrift nehmen, aber die möchte er wohl noch lesen. Na gut, können wir hier ran ins Terminal? Vielleicht gibt es da ein paar interessante Informationen. Sei nicht böse, aber ich bin durch den Aufzugsschacht und habe die Zugänge hinter mir abgeschlossen. Mir war ein Hiwi auf den Fersen. Ich musste weg. Wenn du was findest, um durch die Platte zu schneiden, der Code lautet 8382. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich komme zurück nach unten. Keine Spur von den Turteltauben, aber ich habe hier einen Haufen Waffen und Vorräte. Das klingt gut. Da müssen wir hin. 8382. Ach, ich wollte nicht raus. So, freigeben. Oh, ein Vorposten des Fortschrittes. Teil 2. Sixens gebrechlicher Ursprung. Während Wayland Industries das Feld in Sachen Überlichtreisen anführte, hatte Sixen Erfolg bei der Massenproduktion der Flugkomponenten für den darauffolgenden Großaufbruch in den Weltraum. Die anschließende Überexplosion und der Ruf, kostengünstige Alternativen zu Weyland-Yutani-Produkten zu entwickeln, ist von öffentlichem Interesse. Heutzutage versucht Sixen, die Schicksale kränkelnder kolonialer Außenposten zu kehren. Man investiert in Stationen wie Sevastopol und mit Sixens affiliierte Firmen siedeln sich an. Doch die im heimischen Sonnensystem wirkungsvollen wirtschaftlichen Muster versagten im Weltraum. Auf Sevastopol liegen die schlichten, massenweise produzierten Androiden noch in ihren Kisten. In den Forschungseinrichtungen sind die Geräte, noch wie bei ihrer Lieferung, in Plastik gehüllt. In den Handelsdocks floriert nur der Schwarzmarkt, auf den sich die Stationsbewohner verlassen. Sevastopol ist eine Geisterstadt, und niemanden scheint das zu interessieren. Ja, das haben wir schon gemerkt. Was war es, 8382? 8382. Weil wir wollen Waffen haben. Am besten Elektroschocker. Oh, und hier können wir rein, Plasmaschneidern? Vielleicht meinte er die Tür. Gucken wir mal, was dahinter ist. So, Zugangscode, ja, das wird sein. 8. 3? 8. 2? Ja. Sehr gut. Bis jetzt sieht es ziemlich leer aus. Also, ziemlich leer. Müssen wir eigentlich hin? Wir gucken gleich mal da rein. Wir schauen uns hier erstmal noch mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Leuchtfackeln. Brauchen wir nicht. Wo geht's hier hin? Control Center. Waren wir hier schon mal? Also die Karte war ja gerade aufgedeckt. Oh, doch. Hier standen diese zwei Typen rum, die komplett AFK waren. Und die scheinen jetzt irgendwie tot zu sein. Die Armen.
Haben sie aber noch einen Roboter mitgenommen. Nicht schlecht. Wollen wir Munition? Eine ganze Menge. Was hat das für Geräusche? Wahrscheinlich hier diese fahrenden Lastenzüge oder was auch immer das sein soll. Aber gut, da waren wir wie gesagt schon. Dann müssen wir wahrscheinlich hier durchklettern, um weiterzukommen. So. Wieder ordentlich dunkel hier. Aber hier geht's auch schon wieder raus. Ja, also das sieht nicht gut aus. Müssen wir da rüber? Scheint so. Wie die fällt. Oh, nicht? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Klettern können wir hier. Wir sind jetzt auf den Aufzügen wahrscheinlich. Die wurden hier angehalten. Hoffen wir einfach mal, dass die jetzt keiner reaktiviert. Das haben wir ein Problem. Gut, wo geht's hin? Oh, ich muss springen. Okay. Mhm, zweite Leiter und die hüpft ein bisschen. Warte, was? Kletter, kletter. Das Ding ist abgestürzt. Was jetzt? Jetzt haben wir Probleme, oder wie? Wir müssen uns einfach beeilen, glaube ich. Sprinten, 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 sprinten. Ich spam schon mal. Keine Ahnung. Aber guck dich erstmal um. Und Schuss. Sehr gut gesichert, die Station. Okay, ich muss nichts machen. War eine Cutscene. Hab ich umsonst gespammt. Ja, dann würde ich sagen, unbeirrt geht's weiter. Ah, ja, ja, ja. Schnell rein da, bevor noch irgendwas abstürzt. Dann holen wir uns einen Flammenwerfer raus. Für ein bisschen kostenloses Licht. Ganz praktisch das Teil. Das sieht nach einer Sackgasse aus hier. Mit ein bisschen Blut. Aber nur Schrott. Davon haben wir mehr als genug. So, da ist schon der Ausgang. Elektroschocker für Notfall. Und noch zwei Schüsse haben wir damit. Oder zwei Ladungen, eher gesagt. So, wo sind wir jetzt gelandet? Karte sagt gar nichts. Dann gucken wir uns einfach mal um. Eine Menge Leichen schon mal. Komponente haben wir auch voll. Ich höre einen Speicherpunkt. Gucken gleich hin. Kann man nicht looten? Kann man nicht looten. Lebt er noch? Das sieht wieder aus wie jemand, der noch lebt. Keine Ahnung. Ach nein. Dass er die Feuer auch nicht töten kann. Ich meine, das ist komplett offensichtlich. So, komm. Und ruhig. So, und schon leuchten die Augen nicht mehr. Wir können ihn trotzdem nicht looten. Einfach ein Medikit verschwendet. So, wieder Full Life. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Oh, dir geht's doch gut. Bleiben Sie ruhig. Okay. So ist gut. Was mit Ricardo? Er sagt nichts. Wer hat denn beseitigt hier so krass? War das Samuels? Hat er die alle umgelegt? Dem fehlt der Kopf komplett. Aber keiner hat ein Inventar. Pumpkin-Muni, sehr schön. Hätte ich fast übersehen. Dann speichern wir mal. Bevor euch wieder irgendwas passiert, was nicht passieren sollte. Was macht er da? Hallo? Er scheint einfach nur rumzustehen. Er auch. Hat Sammy jetzt sie schon abgeschaltet? Wir sollten ja am besten gleich zerstören. Bevor der wiederkommt und irgendwelche Probleme macht. Junge, was ist hier passiert? Ausschalten? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Sieht aus wie, keine Ahnung, Strom?
Machen wir gleich mal. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Guck mal, wo die Kabel hinführen. Da rein. Und daran. Ich glaube, der schippt auch wieder, oder? Ja, sehr gut. Nehmen wir ein bisschen Schrott. Sonst nichts Brauchbares. Könnten wir noch was ausschalten? Was haben wir hier? Taschenlampenbatterien? Können wir gleich benutzen. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Finden Sie eine wirklich elektrisierte Tür? Tja. Dann müssen wir das jetzt wahrscheinlich abschalten überall. Na gut, machen wir das gleich. Ich habe hier gerade noch ein Terminal gesehen. Da gucken wir erstmal ran. Oh, elektrische Schokoladung. Perfekt. Mal sehen, was es hier so gibt. Neue Formatierungskammer. Spedding. Ich habe ein paar leere Androiden für die Sevastopol-Verkaufsvorführung hochgeschickt. Falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie die Androiden einfach auf die Pritsche in der Neuformatierungskammer. Über eine Verbindung mit Apollo werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich beißen die an, Russell. Okay, man kann also hier Programme überschreiben. Ob wir das jetzt machen wollen, weiß ich nicht so genau. Weil bis jetzt ist das Apollo-Programm nicht so brauchbar gewesen, sage ich mal so. Leitender Sixen-Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden, und zwar zackig. Das sehe ich auch so. Darum kümmern wir uns jetzt, dass sie hier unter Kontrolle kommen. Gut, Nummer 1 ist aus. Oder an, keine Ahnung. Gehen wir nochmal hier rüber. Machen den hier auch aus. So. Auch wenn das eher nach an aussieht, wenn das so... Biologische Gefahren, nein, Dämmungsstufe. Omega. Na, das war ja klar. Naja. Sie müssen vorsichtiger sein, das gebe ich nur zurück. Und tschüss. Für dich habe ich hier eine Ladung verschwendet. Jetzt einfach liegen bleiben können. Oh, nee. Komm, gib zurück. Schade. Nochmal nachladen. Dann kommen wir mal hier rein. Was geht hier ab? Impfpistole. Damit kann man nicht interagieren. Ausweiskarte. Da können wir uns reinhacken. Machen wir auch mal. Mal sehen. Inkorrekter Code, da ist es. Einmal der hier. Und der hier. Und noch den hier. Perfekt. So, mal sehen. Pumpgun-Patronen, immerhin. Wo sind die? Ach da. Konnte man gar nicht erkennen. Ist das hier der Raum, der eine Typ meinte? Die ganzen Vorräten? Also wirklich viel war das ja jetzt hier nicht. Naja. Immerhin ein bisschen was. Jeder Pumpgun-Schuss zählt. Hier ist zu, nehme ich an. Ja. Dann zurück in die Mitte und einmal die Tür aufmachen. Hier war noch einer. So. Damit ist der auch aus. Oh. Stand es ja gerade auch schon, ja, ne? Hoffe ich mal. Und noch der letzte. Perfekt. Gut. Hier sind doch sicherlich noch ein paar Roboter, die rumlaufen, oder nicht? Ist das schon... Wer hat die Tür zugemacht? Na gut, dann außenrum. Ich brauche
Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transitor. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seeksen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Oha. Ich habe für sowas keine Zeit. Ja, gibt ihn Samuels, ja Mann. Digga, Samuels geiler Typ. Ich mach den von Anfang an. Hab ich schon bereit gemacht, ihm zu helfen, aber der kann anscheinend auf sich selber aufpassen. Jetzt wissen wir immerhin, wer alle umgelegt hat. Sind wir noch richtig? Der hat mal schon, oder? Finden Sie Samuels. So. Wo sind wir jetzt gelandet? In irgendeiner Zelle, die man aber problemlos aufmachen kann. Hm. Wieso stehen die da so? Wer hat die da bitte hingestellt? Sieht kacke aus. Sensor. Der Typen hat zerlegt. Ist irgendwas dabei? Nicht wirklich. Ja. Gucken wir mal hier seine Daten durch. Okay, Pläne für heute Abend. Susanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abregelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich etwas wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Vorführungsmodelle. Nicht mehr lange. Ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Ja, das wird wohl nichts mehr. Da liegt jetzt hier ein bisschen tot rum. Oh, nee, doch nicht, oder? Das ist eine Frau. Keine Ahnung, aber ich wollte doch gar nicht rausgehen. Sondern eigentlich nur zum nächsten Tab weiter tappen. So, E, S, E. Spedding, ich rechne damit, dass die VIPs früher ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihre lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran. Immer nur das Geld jagen hier. Termin im Ausstellungsraum. Termine für Vorführungen im Ausstellungsraum. Nix da. Ne, nix Interessantes. Na gut. Dann gucken wir mal weiter. Er hat hier irgendwo einen Sicherheitsschalter? Oder ist es nicht sein Schreibtisch? Sie hat hier auf den ersten Blick erstmal nichts. Oh, doch, da ist es. Abregelung aufheben. Das hat jetzt was gebracht? Weiß keiner so genau. Wahrscheinlich ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Die da hinten nehme ich an. So, von da links sind wir reingelaufen. Ja, so sag ich mal, sind nur Vorführungsmodelle. Dann müssen wir die leider beseitigen. Und tschüss. Schade, dass nicht so stark sind wie Samuels. Jetzt könnt ihr auch einfach mit der Faust weghauen. So, hast du was? Nee. Ist das jetzt hier so übertrieben laut? Nein, halt die Klappe. Oh, scheiße. Okay. Wir haben ein großes Problem. Wollen wir durch? Wir laufen. Abriegelung. Da. Okay, zu. Wir hätten einfach durchlaufen sollen. Wir haben einen Elektroschocker verschwendet. Das klingt nicht gut. Schnell gucken, wo wir hin und weiter müssen. Nicht, dass sie noch irgendwie durchkommen. Guck mal hier rein. Neue Verkabelung. Mal sehen. Schnell, schnell. Gasumleitung. Es ist wieder die Frage, was das bringt. Ich hab's mal gemacht. Oh, jetzt brennt's da. Das heißt, ich komme da wirklich durch. Dann war das Sprengchaos. Nicht mitnehmen, okay. War es eine gute Idee. Sollten die durchkommen, dann schmoren die da weg. Seid ihr hier? Amgar-Patronen, Molotov-Cocktail und noch mehr Patronen. Alter. Noch mehr Patronen.
Oh, wie viel Schuss haben wir jetzt? 19 Stück. Damit können wir ordentlich aufräumen. Revolvermunition, Alter. Kommt gleich ein Bosskampf, oder wie? Medikit. EMP-Mine. Taschenlampen. Batterie. Wir laden einmal nach. So, dann nehmen wir die mit. EMP-Mine. Krass, wie viel Kram hier rumliegt. Das ist wahrscheinlich der Raum, den der eine Typ meinte. Ausweiskarte. Speicherpunkt benutzen wir gleich. Molotow. Molotow. Ein bisschen Kleinkram. Ans Terminal gucken wir gleich. Könnte schon nichts mehr tragen. Hier sind noch zwei weitere Schränke. Aber auch nichts Brauchbares. Gut. Das wird erstmal gespeichert. Jo. Und dann gucken, was hier abgeht. Smythe, lies das. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Deine Knarren und Vorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlagenüberwachung und hat deine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto. Und freigeben. Aussagen. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch da sind und das lesen. Aber ich habe vor den Syntheten Ausstellungsraum mit Waffen und Vorräten ein Lager aufgeschlagen. Da sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Smythe ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Noch immer keine Meldung von Susanne. Lass mich wissen, ob sie bei euch ist. Ja, das Gute ist, die Kreatur ist weg. Auch wenn wir hier sehr viele Sachen zum Kämpfen kriegen. Aber vielleicht kommen gleich die Roboter da durch oder so. Dann müssen wir die ganzen Roboter töten vielleicht. Mal sehen. Vielleicht eine Schlüsselkarte aufgesammelt. Kommen wir jetzt hier durch? Nee. Musik wird laut. Oh, perfekt. Zeit für die Pumpgun-Analyse. Wenn die komplett tot jetzt. Warten erstmal. Vielleicht können wir ein bisschen Muni sparen. Oder vielleicht ist das auch dumm. Geht der erst tot? Oder auch nicht? Ich glaube, das war keine gute Idee zu warten. Da noch. Ich muss halten. Scheiße. EMP, EMP. Wo ist es? Wieso werfe ich eine Bandgranate? Ich sehe doch sowieso nichts, oder? Scheiße, wo ist die EMP? Hab ich noch nie benutzt. Da. Oh, das wollte ich nicht. Hör auf. Ich wollte das nicht. Jetzt. Schön in die Mitte. Oh ja, das sieht doch gut aus. Das hätten wir sofort machen sollen. Shit, jetzt haben wir Pumpgun-Munition dafür verschwendet. So, ist alles gut. Hör auf. Das reicht. Solange noch Stunts sind, schön schnell rauf da. Sehr gut. Geht's ihm wieder gut? Ne. Aber wir gehen trotzdem von hinten. Oh doch, ihm geht's gut. Halt die Klappe. Der Revolver. Keine guten Sachen für den verschwenden hier. Alter. Hier ging's ordentlich ab. Eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Junge, Junge, da habe ich unnötig Ressourcen verschwendet. Das ist nachgeladen. Gut, EMP ist ganz unten. Müssen wir uns merken. Nächstes Mal. Der ist leer. Die sind leer. Er ist leer. So, das. Da, EMP-Mine mitnehmen. Perfekt. Sind wir wieder voll mit denen. Hier liegt noch einer. Ah, Schlüsselkarte. Sehr gut. Ja, dann speichern wir das nochmal. Sehr gut. Was haben wir ausgerüstet? Pumpgun. Damit kann ich leben. Lag wieder irgendwas rum? Da. Bindemittel nehmen wir mit. Jetzt sollten wir mit der Schlüsselkarte hier durchkommen. Sehr gut. Wo sind wir jetzt gelandet? Karte sagt, links rum. Machen wir das auch mal. Oh doch, hier haben wir gerade Samuels gesehen. Hier hat er die Jungs zusammengeschlagen. Wayland Yutani Synthet registriert. Unbefugter Zugang registriert. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Okay, Samuels ist also von der Konkurrenzfirma, sage ich mal. Das abschalten? Ich denke mal ja.
Und wie es aussieht, sind die Konkurrenzroboter ein bisschen besser. Außerdem nervt mich das, dass der Tooltip da unten immer falsch ist. Da steht, drücken Sie A, man muss D drücken. Hier mal reingucken. Aber ist zu, okay. Samuels, wo bist du schon wieder hin? Hast du den Fahrstuhl genommen? Wahrscheinlich ja, ne? Da können wir nochmal speichern. Wir gucken uns hier nochmal um. Was ist das für ein Geräusch? Das da? Keine Ahnung. Aber hier gibt es anscheinend keinen Loot mehr. Dann würde ich sagen, auf zum Fahrstuhl. Dann bitte einmal zur Androidenanweisung. Aufzug nach unten zur Androideneinweisung. Hoffentlich hält der Fahrstuhl. Jetzt auch leichte Fahrstuhlvertrauensprobleme nach dem Absturz da im Schacht. Gut. Wo sind wir jetzt gelandet? Störung. Super. Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Das Übliche. Das heißt, wir müssen jetzt zu Fuß drüber laufen? Hochklettern? Machen wir gleich. Okay, machen wir jetzt. Hier gibt's nichts. Dabei. Jetzt schön langsam hier lang. Ich hoffe mal, diese komischen Gassachen machen kein Problem. Die komischen Gassachen machen ein Problem. Ich denke, wir müssen einfach warten, bis die ausgehen, oder? Ja. Wir sind auch schon mal schneller unterwegs gewesen. Was ist das? Kühlmittel? Sieht ein bisschen so aus. Los. Was produzieren die dort denn eigentlich? Kann man nicht erkennen, wirklich. Was ist damit? Wieso blinkt das? Unterspringen. Okay. Eieiei. Okay. Am besten nicht runterfallen, vermute ich mal. Jetzt geht's auf der anderen Seite weiter. Links, schätze ich mal. Da müsst du wieder springen. Alter. Das war knapp. Gut, dass sie so athletisch sind. Ich meine, für so wenig Anlauf war das ein ordentlich weiter Sprung. So. Aber hier liegt doch irgendwas rum. Taschenlampe. Brauchen wir nicht. Gut. Dann holen wir den Samuels ein. Wieso ist er so schnell unterwegs? Da ist abgeschlossen. Wir noch einen Speicherpunkt und was zum Abhören. Bring hier, in der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma am APTC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf dem Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzu... Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Ja. Wir haben zwei Wege. Einmal hinten durch. Und einmal hier durch. Wie es aussieht, müssen wir rechts rum. Wenn wir da hinten einmal kurz reingucken ins kleine Loch. Vielleicht gibt es ein bisschen was zu holen an Loot oder so. Ich würde sagen, wir machen das mal. Immer erst den optionalen Weg gehen. So, uiuiui, das ist ja ultra dunkel. Aber nicht weit. Und man sieht nichts. Wo sind wir jetzt gelandet? In der Mitte. Sprengkapsel. Haben wir alles schon komplett voll. Geräuschemacher können wir auch nicht tragen. Ethanol auch nicht. Also es gab gute Sachen, aber... Inventar ist halt zu klein. Naja, jetzt haben wir immer in die Sackkasse ausgeschlossen. Wir können ganz entspannt weitergehen.
ohne Angst zu haben, zum Beispiel so einen Ionenschneider zu verpassen. Aber wie gesagt, ich denke mal, den wird man offensichtlich finden. So wie den Plasmaschneider. Kameras. Und Roboter. Nee, komm. Komm. Ach Mann. Sie können wir nicht angreifen, während er rumliegt noch. Das war's mit dem Elektroschocker. Du hast nichts. Du hast was gehört, okay. Scheiße. Handgun. Zwei Schüsse reichen meist. Reichen nicht, okay. Nachladen, nachladen, nachladen. Nachlad, ja. Ich glaube, es ist ein Fall für eine EMP-Granate, wenn da noch mehr kommt. Okay, der ist tot. Einer kommt noch. Schnell nachschieben. Ein Schuss. Ein Schuss. Okay, der war mit zwei Schüssen tot. Ich muss also wirklich den Kopf treffen. Die haben alle keinen Loot. Was eine Frechheit. Nee, keiner von denen. Hm. Wie viele sind denn hier bitte? Ja, zwecklos, ich merke schon. So. Ja, die Zeiten mit Schleichen sind vorbei. Ohne Alien können wir uns das erlauben. Schuss an die Kamera. Na, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Hm. Nicht wirklich was Brauchbares. Können wir uns verstecken. Da können wir runter. Das war's. Oh. Neue Verkabelung. Hier kann man wahrscheinlich die Kamera ausmachen, denke ich mal. Ja, Kamera aus. Kommt ein bisschen zu spät. Der ist tot oder was auch immer. Jedenfalls ist er nicht aktiv. Hm, noch so ein Raum. Aber sieht erstmal leer aus. Wir lassen uns mal nicht von der Kamera erwischen. Denn wenn wir noch ein paar Ressourcen sparen können, dann machen wir das auch. So, Neuverkabelung. Und Kamera aus. Das ist ein Schacht, der wahrscheinlich rüber geht in einen anderen Raum. Hätten wir benutzen können, aber hat ja auch so gut geklappt. Okay, der wird auch tot sein. Gucken wir mal weiter. Noch so ein Raum, meine Güte. Das ist eine Riesenstation hier. Und auch noch besser ausgestattet als die Krankenhäuser der Menschen hier auf der Station. Aber hier gibt's nichts zum Ausschalten der Kamera. Oh, die ist gepanzert. Wir haben dazugelernt. Na gut, dann machen wir es hier aus, denke ich mal. Und tschüss. Ja, ist aus. Was müssen wir hier machen? Sicherheitsgenerator? Okay, einmal reinhacken. Gut, dass alle Roboter schon tot sind, dann haben wir jetzt hier ein bisschen entspannter. So. Da bewegt sich was, aber Samuels, oder? Grüner Anzug. Ripley, gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Synthesen auf ihn zugreifen können. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Okay. Ich höre. Was musst du denn machen? Soll ich reinkommen? Ich bin gleich da. Sieht alles ziemlich leer aus hier. Ja, macht er noch irgendwas? Dann laufen wir einfach mal weiter. Hm, das hat gerade noch grün geleuchtet. Also irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Ah, okay. Das erklärt, warum gerade ausging.
Entschuldigung, wer hat denn diesen Rundgang gebaut? Das ist ja komplett unnötig. Hätte auch einfach eine Tür dahinstellen können. Ach, speichern. Ich hoffe mal, dass Samuels macht keinen Scheiß. Alles zu, ja. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Warte, was machst du denn jetzt ganz genau? Ich hab's nicht ganz kapiert. Will er als Schnittstelle dienen zwischen ihm und Apollos oder was? Oder wie? Ja, wenn die Apollo ihn jetzt übernimmt. Apollo-Verbindung eingeleitet. Das ist ein ganz großes Problem. Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Gott. Die Station ist, glaube ich, nicht hier drin sein, oder? Scheiße. Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Ich komme ja auch nicht raus. Ach, da, oder? Bis Ripley, Glas. Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Oh nein. Apollo versucht, mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Wo? Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist! Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst! Das rote Kabel? Okay, zuerst rot! Rot? Das ist rot, oder? Meint er das? Ich weiß nicht. Gut Glück. Komm, komm. Bitte sag, dass es rot ist. Okay, ja. Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Hä? Okay. Ich hab's anscheinend verkackt. War wohl doch nicht rot. Ich hab Panik geschoben. Tut mir leid, Samuels. Aber er hat doch richtig gesagt. War die das Kabel? Nee. Oh doch. Ja gut, ich dachte das Kabel. Oder das Kabel, das sah halt... Das ist nicht mein Kabel, ne? Nee. Doch. Immerhin. Das sah für mich rot aus, aber ich habe nicht darauf geachtet. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja. Gut, Samuels, ich gebe zu, ich bin ein Trottel. Samuels, nein! Oh, hier sieht man die Kabel. Rot, rot, rot. Okay, man sieht jetzt gar nichts mehr. Da, rot, 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 rot. Gut, Samuels, ich bin bereit und diesmal. Deshalb bin ich ein bisschen schlauer als beim letzten Mal. Muss ich gucken, damit er was macht? Ja, muss ich. Ich warte da vorne. Warnung, Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht, mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst! Rot, das kriege ich hin. Okay, kein Problem. Rot. Easy. Komm, komm, komm. So. Rot erledigt. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Ja. Hab's, hab's, hab's. Komm, komm. So. Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen! Apollo macht es mir nicht leicht! Ich brauche das nächste, Samuels! Kann doch nur das sein, oder nicht? Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragbarke. Okay, muss der sein, ja. So, komm. Deaktiviert, okay, hier. So, komm, komm, komm. Ich schaff das, Samuels. Ich muss keine Farbe mehr erkennen. Jetzt! Ja, muss ja der sein. Komm, komm, komm. Wo ja alles brennt.
Okay, er lebt noch. Hoffentlich ohne weiteren Schaden. Okay, gut, sieht nicht so gut aus. Oh shit. Kommen wir da rein? Nee. Oh Gott. Samuels. Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samuel. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Oh. Samuels, nein. Oh. Das heißt, wir können... Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Na, danke. Ich bin hier, tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt. Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. Ach nein. Jetzt haben wir Samuels verloren. Den einzig coolen. Na gut, dann gehen wir zum Apollo-Kern. Wo auch immer der ist. Und dann können wir hoffentlich sogar noch ein paar Informationen über unsere Mutter rausfinden. Gibt es noch ein paar Sachen zum Looten? Oh, Munition für Bolzenschießer? Das ist ein Bolzenschießer. Wenn es hier Munition für den gibt, dann muss er ja in der Nähe liegen, oder nicht? Oder habe ich den irgendwo übersehen? Gab es hier vorher noch eine Tür? Mal auf die Karte gucken. Ne, wir gehen jetzt einmal hier rum, zurück und gehen in jeden Raum rein. Wollen noch eine Schusswaffe, lassen wir uns sichern gehen. Auch wenn ich nicht genau weiß, wofür wir den brauchen. Oder die brauchen, eher gesagt. Weil das Alien ist weg. Hoffentlich. Und die Roboter sollten jetzt bald deaktiviert sein. Immerhin haben wir nochmal so einen Elektroschockerstab gerade gefunden. Das ist doch nicht schlecht. Ist dunkel. Tür offen? Nee. Aber hier können wir jetzt rein. Müssen wir noch einmal aufhacken. Zack. Wo ist es? Ich sehe es gerade nicht. Ich bin blind. Alter, mein Gott. Auch dieses Gepiepe dabei immer. Und der Druck wird schwerer. Was haben wir hier? Sensor. Sensor. Und eine Ausweiskarte. Aber keine Waffe. Ich hoffe mal, die kommt noch. Ich sehe hier keine Türen mehr. Hier wäre noch eine, aber können wir nicht rein. Jetzt sind wir schon wieder hier, ne? Wo wir gerade eben standen. Ah ja. Oder ist sie in diesem Raum hier drin? Wirklich gelootet habe ich hier nicht. Aber hier sieht es auch ziemlich leer aus. Der Roboter hat auch nichts. Die Tür ist zu. Ah, vielleicht finden wir die noch. Warte, ich laufe falsch rum, ne? Ja. Hier rum und dann da rum. Okay. Dann müssen wir den ganzen Weg zurück. Wo kommt der denn jetzt her? Na, benutzen wir uns den Elektroschocker, den wir gerade gefunden haben. Oh, nachladen. Diesmal habe ich es gesehen. Moin. Hier ist keiner. Ich hatte hier auch noch Schritte, oder? Da war es eine Tür, die zugegangen ist. Ruhig. Ne, war anscheinend eine Tür. Er hat nichts. So, aber ansonsten ist hier niemand mehr? Sieht nicht so aus, immerhin. Die Jungs liegen doch hier von vorhin. Einer hat sich mit der Wand verschmolzen. Der hat ein Upgrade gekriegt. Oh, speichern wir nochmal. So. Was sagt die Karte? Wir sollen tatsächlich rechts rum. Wieso hat die so einen komischen Grafikbug? Jetzt hier durch oder wie?
Oh, das ist genau unter uns, der Punkt. Mal sehen. Hier drin war, glaube ich, eine Sackgasse, oder? Da gab es irgendwo eine Tür an der Seite. Ne, das sieht nach einer Sackgasse aus. Sachen mitnehmen können wir immer noch nicht. Dann wieder zurück. Und wahrscheinlich nach unten. So, ich wollte gerade sagen, was sind das für Geräusche, aber das ist wieder die Kühlung da unten. Muss jetzt den ganzen Schmarrn wieder zurückdrehen oder ist hier wieder Strom am Fahrzug, ja. Am Fahrstuhl. Ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Sie sind Marlo, oder? Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Weyland-Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma? Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Weyland-Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Oh nein, bitte nicht. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Wie dumm? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Ripley? Ich hab's gehört. Bitte sag mir einfach, dass Taylor die Koordinaten haben möchte, um diesen kompletten Planeten in die Luft zu jagen. Geht das? Ja, perfekt. Weil eigentlich hab ich keinen Bock auf noch weitere Aliens. Eins war schon mehr als genug. Und ich weiß auch nicht, was ich von Marlo halten soll. Typ ist auf jeden Fall nicht das Schlauste. Also ich meine, ich habe jetzt gut reden, nachdem ich gerade ein blaues Kabel aktiviert habe, obwohl es hieß neben rotes, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ich war unter Panik, okay. Also laufen die beiden ja zusammen rum, oder wie sieht's aus? Ja, werden wir schon herausfinden. Hauptsache erstmal diese blöden Androiden. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Apollo Kern klingt gut. Warte, wo einsteigen? Ist das schon wieder falsch gelaufen? Hier lang? Dann da lang. Apollo Kern. Ist das hier Apollo Kern? Bin ich mir nicht ganz sicher. Steht nichts bei. So, vielleicht schon, aber ich kann das nicht lesen. Aber hier ist auch deaktiviert, ne? Oh ja. So, kannst eigentlich nur hier lang gehen. Dann warten wir mal wieder kurz auf den Zug. So, da ist er endlich. Hat wieder ordentlich lange gedauert. Und dauert immer noch ordentlich lange. So, dann nichts wie los. Hier ist Samuels. Klingt gut. Genau dahin wollen wir. Ich hoffe mal, der Zug fährt direkt dorthin. Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsystem und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Okay. Aber wenn das hier der Kern ist, dann wird es hier wahrscheinlich auch ein paar von den blöden Robotern geben, oder nicht? Mal sehen, was geht hier ab. Da hätten wir was zum Lesen. Boah, und 4 Schließfächer. Luxus. Aber leer. Und eigentlich alles leer. Wow. Wir können nichts davon tragen. Na gut. Ja, mal sehen, was hier so im Computer steht. Morgen gemeinsam Teil 3. Unsere Reise nach Sevastopol.
Während sich Sexton für den Aufbruch in den Kolonialweltraum rüstete, befand sich Sevastopol im Bau. Eine Station unvergleichbaren Potenzials in perfekter Lage im Weltraum. Zu Beginn war Sevastopol eine zollfreie Zone, gebaut von Lawrence Systech Development und finanziert durch unsere Freunde von Geofound Investor. Die Eröffnung der Station ging jedoch mit einem Umbruch im Weltraumrennen einher. Jahrelanges Versagen bei der Verwaltung sowie die Umleitung der Theodos Flugroute führte dazu, dass Sevastopol die Stilllegung drohte. Glücklicherweise stand Sexton bereit, dieser Station neue Energie zu geben. Wie vielen anderen. Wir erreichten Sevastopol im Jahre 2124und machen sie zum belebten Weltraum Drehkreuz von heute. Ja, davon merke ich nicht viel. Audio abspielen. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Also Spedding läuft ja auch irgendwo rum. Also, ob er es immer noch tut, wissen wir nicht so genau. Aber er lief hier auf jeden Fall mal rum. Was war das wieder für Geräusche? Weiß keiner so genau. Waffen platzieren? Auf gar keinen Fall, wir gehen einfach durch. Schusswaffen registriert. Okay. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsvorderband ab. Hä, wie haben die das registriert? Ich bin doch da vorbeigegangen. Ach Mann. Müssen wir wohl, ne? Sexton und Apollo bedanken sich. Nicht mal eine Pumpgun. Richtig. Wow. Na super. Und der ist auch leer. Was ist das für ein Gepäckwagen-Ding hier? Wie sind die weg? Normalerweise sollte man das auch wieder aufnehmen können. Zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Suchen Sie die Schaubilder der Verkaufsvorführung? Was soll das denn heißen? Schaubilder. Das hier auch, okay. Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken. Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Danke, Ricardo. Sei nett. 4930. 4930. Gut, hier haben wir einen Speicher. Sicher, einen Strom für den Leiter anzugrüschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Gut, das gucken wir uns aber alles in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Aber wir haben gut was geschafft. Aber leider auch Samuels verloren. Und unsere ganzen Waffen. Ich weiß nicht, was traurig ist. Naja. Aber da müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns in der nächsten Folge hier ohne Waffen durchschlagen. Ich meine, wir durften ja netterweise so einen Molotow-Cocktail behalten und irgendeinen Schlagstock. Einen Elektroschocker. Also ein bisschen Verteidigung haben wir ja noch. Na gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann bis zur nächsten.